Wie kannst du ein Trapez in ein Koordinatensystem einzeichnen? Das zeige ich dir hier jetzt mit einem Beispiel. So, das ist ein Koordinatensystem, und zwar ein Koordinatensystem mit nur positiven Zahlen. Wir haben hier einmal die x-Achse und einmal die y-Achse. In dieses Koordinatensystem soll jetzt ein Trapez eingezeichnet werden, und die Eckpunkte des Trapezes sind A, B, C und D, und die sind gegeben. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Zunächst zeichnen wir den Punkt A ein. Der Punkt A liegt bei x gleich 9, y gleich 1. So, bei x gehen wir jetzt bis zur 9, das wäre hier, und hoch bis zur 1 bei y. Also das hier wäre der Punkt A. Der Punkt B liegt bei 1, 1, also x gleich 1, y gleich 1, da wären wir hier, B. C liegt bei x gleich 6, y gleich 6, also hier 6, dann hoch, also etwa hier, das wäre C. Und D liegt bei x gleich 3, y gleich 6. Also x-Achse bis zur 3 und hoch y bis zur 6 etwa. Das wäre dann D. Jetzt müssen wir die Punkte einfach nur noch verbinden. So, jetzt sieht man, dass das Ganze eine Skizze ist. Aber das sollten wir trotzdem noch hinbekommen. So, D und C verbunden. Jetzt verbinden wir B und D. C und A. Und zuletzt die Punkte A und B. So, und das wäre jetzt unser Trapez im Koordinatensystem. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch mehr über das Trapez lernen möchtest, schau mal unter dieses Video. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.